Der Ari 1570 ist ein klassisches Kommunalfahrzeug oder ein Fahrzeug für größere Liegenschaften. Es hat einen Geräteträger für ein Schiebeschild, eine Bürste, Schneidewerkzeuge und so weiter. Es hat Kipperaufbauten, Pritschenaufbauten, Allradantrieb auch noch optional und natürlich auch eine Anhängerkupplung. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, von außen sieht man es schon, der Ari 1570 ist natürlich im Vergleich zu unseren sonstigen Ari-Fahrzeugen schon deutlich stattlicher, größer, auch ein bisschen schwerer und damit kann er eben nicht nur 1,5 Tonnen hinten auf die Ladefläche legen, bei Auflastung sogar 2 Tonnen, sondern eben auch an die hier verbaute Anhängerkupplung 1,6 Tonnen Zuglast bewegen. Hier haben wir gleich die Anschlussdose, die Sie natürlich auch mit einem Adapter betreiben können für die anderen Stecker. Und selbstverständlich ist das alles straßenzugelassen. Sie können also ganz beruhigt da auch zwischen Ihren Liegenschaften hin und her fahren, oft im öffentlichen Straßenverkehr. Voraussetzung ist natürlich, Sie besitzen einen straßenzugelassenen Anhänger. Und in diesem Falle hier haben wir jetzt mal unseren Autotransportanhänger genommen, der leer natürlich dem 1570 keinerlei Mühe bereitet, weil er auch hier an so einer kleinen Mini-Steigung mit einem entsprechenden Drehmoment das einfach sehr, sehr einfach und gut bewegen kann. Jetzt machen wir mal den 458 hinten auf die Ladefläche und das könnte bei Ihnen natürlich auch Ihr Mini-Bagger oder sonstiges Gerät sein, was Sie da von Baustelle zu Baustelle bewegen. Und auch hier merkt man nicht wahnsinnig viel davon, dass da hinten was dranhängt. Aber klar, ein bisschen was ist schon zu spüren, aber das ist nicht schlimm. So ein Fahrzeug hat nun mal eine gewisse Stärke. Wenn Sie also sagen, eine Anhängerkupplung am 1570 sollte sein, ja, sie ist möglich, Sie können sie benutzen und wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Bis dann.